Alle Fakten, die man zum EU-Wiederaufbaufonds wissen muss. 750 Milliarden Euro. Würde man 500-Euro-Scheine aneinanderreihen, könnte man damit sechsmal die Erde umrunden. Diesen unvorstellbaren Betrag will die EU-Kommission wegen Corona an die Mitgliedsländer verteilen. Ihr sogenannter Wiederaufbaufonds sieht vor, 360 Milliarden davon werden als zinslose Darlehen verteilt und vielleicht zurückgezahlt. 390 Milliarden werden verschenkt und keine Rückzahlung ist vorgesehen. Das ist so, als gäbe ein Supermarktbesitzer den Leuten am Eingang Geld, damit sie damit bei ihm einkaufen. Warum man das tun sollte? Aus Eigeninteresse, sagen zumindest die Altparteien. Eigeninteresse? Zwar ist richtig, dass Deutschland 52 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds bekommen soll. Oh. Dafür müssen wir aber auch 185 Milliarden Euro einzahlen. Oh. Macht also Zahlungen von? Richtig. 133 Milliarden Euro. Hinzu kommt noch ein Corona-Hilfspaket für Unternehmen und Kurzarbeiter von zusätzlichen 540 Milliarden Euro. Deutschlands Anteil daran ein Viertel. Macht unterm Strich 268 Milliarden Euro und rund 6.000 Euro pro Erwerbstätigem. Sie können sich also schon mal im Kalender markieren. Nächstes Jahr arbeiten Sie bis zum 5. April nur für die Zahlungen an die EU im Zuge der Corona-Politik. Und das, obwohl Deutschland unweit hinter Spanien, Italien und Frankreich das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der EU ist und im europäischen Vermögensvergleich deutlich schlechter dasteht als viele andere. Die Schulden sollen später von allen EU-Staaten zusammen getilgt werden. Richtig gehört. Das ist so, als würden sie jemandem Geld leihen und es sich selbst zurückzahlen. Doch nun die Jackpot-Frage. Woher soll das ganze Geld kommen? Erstens von Deutschland und zweitens durch eine spätere CO2-Steuer auf Importe von außerhalb der EU. Der Corona-Wiederaufbaufonds ist nämlich eng verknüpft mit der Green Deal-Doktrin, also dem Plan, den Ursula von der Leyen bescheiden als Europas Mondlandung bezeichnet. Das Ziel des Green Deal: eine klimaneutrale EU bis 2050. Das bekommen auch die Länder zu spüren. Nur wer sich an die Bedingungen der EU-Kommission zum Klimaschutz hält, bekommt Corona-Hilfen. Heißt, das Geld soll nicht zum Aufbau gefährdeter, sondern zur Subvention erwünschter Branchen dienen. In einem Wort, Deindustrialisierung. Der Green Deal ist eine Kampfansage an den deutschen Wohlstand. Der Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung beträgt deutlich über 20% und rund 800.000 deutsche Arbeitsplätze sind davon direkt abhängig. Die EU-Kommission nennt all das Solidarität. Eine Solidarität, die als Einbahnstraße in die Sackgasse führt. Einzahler frei. Und wenn jemand behauptet, das wäre keine Schuldenunion durch die Hintertür, dann ist das gelogen. Was von der Leyen mit dem Wiederaufbaufonds bezweckt, das EU-Parlament am 23. Juli gebilligt hat, ist geradezu die Definition einer Schuldenunion der Vereinigten Staaten von Europa.